Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 210. Hi, mein Name ist Joris Jutjaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Für viele Süßwasser-Aquarianer ist Meerwasser oder Salzwasser die dunkle Seite der Macht. Dass man dabei nicht unbedingt vom Glauben abkommen muss, wenn man etwas davon kostet, beweist Adri Baumann. Und überhaupt, so schafft es Adri wie kein anderer, die Hobbys Aquascaping, Aquaristik, Meerwasser, Terraristik und Teich alle unter einen Hut zu bringen. Wahnsinn. Heute wollen wir uns dem Thema Nano-Meerwasser widmen und haben Adri als Experten dabei, um aufzuzeigen, wie der Einstieg gelingen kann, was möglich ist und was nicht und vor allem, welche Voraussetzungen vielleicht erfüllt sein müssen, damit der Ausflug ins Salzige auch erfolgreich gelingt. Dies wird außerdem vorerst die letzte Episode mit mir als MyFish-Podcast-Sprecher sein. Bleib also bis zum Schluss dran, da verrate ich dir, wie es für mich und für dich hier bei MyFish weitergeht. Hallo Adri und schön, dass du da bist. Hi Juris, grüß dich. Ja, Adri, nachdem wir jetzt die technischen Schwierigkeiten hoffentlich überwunden haben, diese Eingangsphrase üben wir jetzt schon zum dritten Mal, wollen wir hoffen, dass jetzt wirklich alles klappt und keine Stricke mehr reißen und dass wir das Interview jetzt mal durchziehen können. Adri, ich habe beide Daumen gedrückt. Ja, ich drücke sie immer noch, die sind schon ganz blau. Adri, wie ich eingangs erwähnt habe, geht es heute um das Thema Meerwasser und das ist ein absolut, also Nano-Meerwasser, das ist absolut uneigennützigstes Interview, was ich jemals geführt habe. Ich habe wirklich ganz ehrlich nicht vor, mir ein Nano-Meerwasser-Aquarium anzuschaffen. Okay, na doch, ich habe es vielleicht doch irgendwie vor. Und aber ich glaube, so geht es wirklich vielen Zuhörern. Man guckt immer so ein bisschen auf die andere Seite, aber es gibt da so ein paar Bedenken und vielleicht schaffen wir beide das heute so aus der Welt zu räumen und dann traut sich der ein oder andere Zuhörer und ich vielleicht auch so einen Fuß ins Salzwasser reinzutauchen, wenn man das so nennen kann. Ich versuche mal mein Bestes. Ja. Adri, vorweg. Zum Einstieg eine recht provokante Frage. Ist denn ein Nano-Meerwasser-Aquarium eine gute Idee für den Einstieg? Also, ich selber habe natürlich schon viele gepflegt. Ich selber bin aber ganz ehrlich der Meinung, für den Einsteiger ist es eher besser, mit etwas größerem Aquarium anzufangen. Also bei uns, sage ich mal, unser Verständnis von Nano ist ja meistens so 20, 30, 40 Liter. Und ich finde für einen Einsteiger wirklich eher sowas ab 80 Liter wirklich sinnvoller, einfach aus dem Grund, weil Meerwasser halt nicht ganz so viele Fehler erlaubt und ein größeres Wasservolumen einfach mehr Sicherheit mit sich bringt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich für die richtigen Tiere und Korallen entscheidet, wobei Korallen ja auch Tiere sind, geht das selbstverständlich auch in einem kleineren Nano. Also ich selber habe schon viele Nanos gepflegt, gerade im Meerwasserbereich. Das allerkleinste war so Mini-Complete-Tank mit 0,5 Litern. Und auch das hat wunderbar funktioniert, wenn man halt ein paar Sachen beachtet. Ja, ich bin ja genau durch diese Sachen von dir auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, ich folge dir eh schon seit vielen Jahren, was du so treibst über Social Media. Aber gerade im Meerwasser habe ich in letzter Zeit diesen Mini-Complete-Tank von dir gesehen. Auch, glaube ich, so ein Scapers-Tank, wirklich Nano-Meerwasser-Aquarium von dir gesehen und gedacht habe, boah, das ist geil und sowas hätte ich auch gerne und jemand von unseren Zuhörern bestimmt auch und deswegen machen wir das hier. Ja. Alles, was jetzt in Zukunft jetzt bei diesem Interview gleich folgt, bezieht sich, wie schon gesagt, so ganz uneigennützig auf so ein etwas kleineres Meerwasser-Aquarium. mir schwebt da wirklich irgendwie so eine Größe von 45 Zentimetern Kantenlänge ungefähr vor. Ja. Also wirklich, also ja, auch im Süßwasserbereich wäre das dann Nano. Also weil es unter 50 Liter dann irgendwie fallen würde. Ja. Es ist möglich, wenn man was beachtet, hast du, wenn man die richtigen Sachen beachtet, hast genau, du gesagt. So, genau. Jetzt wollen also du brauchst halt so ein paar verschiedene Sachen. Du brauchst erstmal natürlich ein vernünftiges Aquarium, das ist ganz klar. Du brauchst eine meerwassergeeignete Beleuchtung mit einem hohen Blauanteil. Das ist halt einfach ein bisschen anders als im Süßwasser. Allein schon, weil die Korallen einfach, sage ich mal, auch ein bisschen zum Teil in tieferen Wasserschichten sind, wo letztendlich das blaue Licht ja fast nur noch durchdringt.
Und ja, viele Korallen leben halt mit verschiedenen Algen, sag ich mal, in so einer, ja, so einer Symbiose halt. Und haben dann sogenannte Zooxanthellen, die sie ausbilden halt, wo sie diese Algen einlagern und dann sich auch teilweise mit davon ernähren. Und dafür ist einfach die richtige Beleuchtung ganz wichtig. Viele sagen natürlich auch immer, Meerwasser gehört halt ein Abschäumer dazu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, meine ganzen Nano-Aquarien habe ich bisher immer komplett ohne Abschäumer betrieben. Einfach aus dem Grund, da eigentlich keine Fische großartig drin waren, was also viel gefüttert werden muss. Dementsprechend sind auch die Eiweißverbindungen und die Wasserbelastung halt einfach viel geringer, sodass das tatsächlich auch über einen rein etwas größeren Wasserwechsel zu bewerkstelligen ist. Und ein größerer Wasserwechsel heißt nicht so wie im Süßwasser irgendwie 50, 60, 70%, sondern wir reden da wirklich von 10, 20% maximal, die man dann quasi da wechselt. Ja, wobei ich, wo wir schon bei diesen Mini-Complete-Tanks waren, ich glaube, das ist fast eine eigene Podcast-Episode wert, lieber Zuhörer, schreib das mal in die Kommentare, wenn du da Bock drauf hast, gesehen habe, jemand hat so ein Meerwasser-Mini-Complete-Tank, das, ja, ich weiß nicht, die ganzen Korallen drin, die waren, glaube ich, irgendwie festgeklebt, und was der gemacht hat, ja, der hat das alte Wasser einfach mal ausgekippt und dann das frische Wasser aus einem größeren Meerwasser-Aquarium das quasi neu befüllt, einmal von außen, ja, abgewischt und dann quasi auf diesen Filter, das ist ja, hat er unten so eine Art Filterbecken einfach draufgesetzt und fertig, war so in 10 Sekunden mit dem Wasserwechsel durch. Wenn das quasi so machbar wäre mit einem eingefahrenen größeren Aquarium, könnte man da auch größere Wasserwechsel machen oder müsste man trotzdem, ja, kleinere machen? Nee, ohne weiteres. Also ich bin sogar ganz ehrlich, ich habe selber halt das beim Mini-Complete-Tank ähnlich gemacht, jetzt nicht quasi ein größeres Becken da gab, wo ich das einfach reingetaucht habe, sondern habe mir aus einem eingefahrenen Becken halt das Wasser für die Wasserwechsel genommen. Es ist ja so, im Salzwasser oder im Meerwasser, du benötigst ja eine bestimmte Dichte halt, was den Salzgehalt halt angeht. So. Und es ist einfach super schwierig natürlich, wenn man so ein kleines Wasservolumen hat, die Dichte überhaupt zu bestimmen. Das wird klassischerweise mit so einem Aerometer gemacht. Dazu hat man dann so einen Glaszylinder halt, wo man dann Salzwasser reinfügt, dann setzt man dieses Aerometer da rein und bei 25 Grad circa zeigt dir das dann die Dichte an und die brauchst du halt dann dementsprechend. So, wenn du jetzt natürlich so einen kleinen Mini-Complete-Tank hast, der gerade mal einen halben Liter irgendwie Volumen hat, wenn ich das quasi messen wollen würde, das ist viel zu aufwendig. Also ich könnte zwar mit einem Refraktometer arbeiten, das ist dann ein bisschen einfacher, das geht dann sogar bei dem Kleinen, aber es ist einfach super schwierig, da halt die Salinität, also die Dichte halt wirklich dementsprechend aufrechtzuerhalten, dass die passt. Und von daher ist da tatsächlich die einfachere Lösung, wirklich einmal 100% Wasser wechseln mit einem eingefahrenen Wasser aus einem eingefahrenen Aquarium und dann ist man da fertig. Da muss ich allerdings sagen, das geht halt wirklich nur, wenn jemand schon ein eingefahrenes Aquarium hat oder vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie ja aus dem Meerwasserfachgeschäft irgendwie eingefahrenes Wasser sich zu besorgen, um das damit zu machen. Wobei ich einfach dazu sagen muss, dieser Mini-Complete-Tank, das ist wirklich eher was für Leute, die wirklich schon Meerwassererfahrung haben. Da würde ich mich jetzt als Einsteiger auf gar keinen Fall ransetzen, weil ich habe auch ganz viele Anfragen dazu bekommen zu dem Mini-Complete-Tank, gerade von Leuten, die damit anfangen wollen, weil sie sich denken halt, okay, das ist ja noch recht günstig, weil das ist nicht so groß und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe jeden Einzelnen da komplett von abgeraten. Also zumindest im Meerwasserbereich, dann kann man das ja, genau. Falls wir das thematisieren werden, dann vielleicht eher so Süßwasser. Ja, aber jetzt wollen wir zurück zum, ja, Meerwasser. Nano, also nicht Mikro-Pico halber Liter, sondern ne, diese 45 Zentimeter Geschichte. Also genau, wir brauchen ein vernünftiges Aquarium, das heißt, keine Ahnung, gut verklebt und so weiter, dicht und sowas. Ja. Dann brauchen wir gutes Meerwasserlicht. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Einfach, es sollte einfach meerwassertauglich sein und ausreichend stark. Genau. Das muss man dann einfach im Detail gucken, eben wie groß, ja, das eigene Aquarium ist. Auf einen Abschäumer kann man, hast du gesagt, verzichten, weil Fische kommen, ja, da jetzt eh nicht großartig in Frage. Von daher Eiweiß, ja, jetzt Abfälle vernachlässigbar, muss man nicht abschäumen. Was, genau, muss man denn noch irgendwie beachten? Ja, also tatsächlich ist es so, wenn du diese größeren Wasserwechsel beim kleinen Nano machst, es gibt ja diese ganzen Zusätze wie Calcium, Magnesium etc., Strontium, Jod und was man alles beachten muss halt, gerade bei größeren Aquarien halt, wenn da viele, viele Korallen drin sind, die auch viel zehren und so weiter, da wird das tatsächlich meistens so gemacht, dass man halt diese ganzen Spurenelemente etc. hinzugibt.
um quasi die richtigen Wasserwerte für seine Korallen zu erzeugen. In den kleinen Nanos reicht es tatsächlich aus, wenn du wirklich ein gutes Salz hast. Da gibt es ja verschiedenste Hersteller. Da schwört der eine auf Tropic Marine, der andere schwört auf irgendwas von Tupla oder. Da gibt es ja eine ganze Menge Sachen. Wenn du ein gutes Salz hast und dann quasi diese größeren Teilwasserwechsel machst, dann siehst du das Aquarium eigentlich immer dermaßen wieder mit genug Spurenelementen, sodass ein Nano tatsächlich rein über die Wasserwechsel wunderbar funktionieren kann. Also ohne zusätzliche Düngung sozusagen. Genau, ohne zusätzliche Spurenelementversorgung. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das gilt natürlich dafür, wenn du halt einfachere Korallen pflegst. Wenn du jetzt natürlich da in High-End gehen würdest und du pflegst SPS, das sind die kleinpolypigen Steinkorallen, da musst du wahrscheinlich dann auch trotzdem mit Kalzium, Magnesium und so weiter arbeiten. Wenn du aber sagst, okay, Krustenanemonen, Scheibenanemonen, Weichkorallen, vielleicht LPS, die großblütigen Steinkorallen, dann funktioniert das wunderbar über reinen Wasserwechsel. So habe ich das bei mir halt auch gemacht. Ja, ich würde das ganz gerne jetzt einfach halten, weil wie gesagt, ich bin so uneigennützig heute und wir wollen ja nicht in diesen High-End-Bereich reingehen, sondern das wirklich einfach halten, also wirklich möglichst einfach halten. Das heißt, meerwassertaugliches Licht, Abschäumer kann man verzichten, die ganzen Zusätze braucht man nicht, da reicht einfach ein gutes Salz, jetzt egal für welchen Hersteller man sich entscheidet, sollte einfach nur qualitativ hochwertig sein. Entsprechend muss man dann die Tiere wählen. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die man beachten sollte. Genau. Ja. Was noch dazu kommt, ist natürlich halt, du musst natürlich irgendwie einen Riffaufbau machen und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst da gehen über Lebendgestein. Das ist halt ein Gestein, was dem Meer entnommen wird. Da sind dann zum Teil höhere Algen drauf. Da sind natürlich auch schon Bakterienkolonien und so weiter drauf, weil im Meerwasser funktioniert die Filterung ein bisschen anders als im Süßwasser. Im Süßwasser haben wir halt als biologischen Filter halt unseren Außenfilter oder Innenfilter. Im Meerwasser ist der Filter an sich nur rein mechanisch. Das bedeutet, im Filter sind kaum biologische Abläufe, sondern diese ganze Biologie sitzt halt wirklich auf dem Riff, auf den Gesteinen. Deswegen ist es auch sehr offenporig etc. und im Bodengrund. Deswegen ist halt meistens der Filter letztendlich meistens nur irgendwie Sumpfbecken oder ein kleiner Filter, wo einfach nur Watte drin ist, die einmal die Woche quasi ausgetauscht wird, damit es halt keine Nitrat- oder Phosphatfalle gibt, weil Meerwasser halt davon nicht zu viel haben sollte. Auch gar nichts ist auch nicht gut, aber sollte doch sagen wir mal, bedeutend geringere Mengen sein als im Süßwasser. Ja, André, dann lass uns doch einfach mal so beispielhaft so ein kleines Setup uns mal angucken oder vielleicht gibt es sogar Kits auf dem Markt, die du empfehlen könntest, mit was man denn alles anfangen könnte, was man bräuchte jetzt, wie gesagt, so. Ja. Also es gibt wirklich verschiedene, zum Beispiel von Tupla gibt es ein kleines Set. Ich glaube, das Nano ist aber tatsächlich auch schon fast um die 80 Liter, also nicht ganz so klein. Es gab bis vor kurzem, ich weiß jetzt nicht, ob es die noch gibt, die von Tropic Marine gab es die Mikrohabitat, schimpften die sich. Das waren auch so kleine 30 Liter Nano Cubes aus Acryl, die ganz schick waren. Die habe ich auch selber schon gehabt. Also vielleicht hast du davon auch schon mal eins von den Bildern irgendwo, eins von meinem Meerwasser. Kleine Füßchen, kann das sein? Mit einer Doppelrückwand? Genau, das ist das. Ja, genau, das ist das. Da ist halt den gleichen integriert so ein Filtersumpf hinten drin, das ist ganz praktisch halt, dann braucht man nicht irgendwie einen Außenfilter oder Hänger oder irgendwas zu verwenden, sondern hat das gleich komplett hinten schon integriert. Der war sogar mit Abschäumer, wobei ich den einfach gar nicht angeschlossen habe, weil das einfach nicht Not getan hat. Und ansonsten würde ich immer empfehlen, das Setup wirklich selbst zu machen. Dass man sich selbst das Aquarium kauft, was man schön findet. Dass man dann eine Beleuchtung nimmt, wo man sagt, die finde ich gut, weil das ist ja auch mittlerweile immer alles noch ein bisschen eine Optikfrage. Und dann wird man losgehen, okay, man braucht einen Live-Sand. Das bedeutet halt ein lebender Sand, wo schon die Bakterienkulturen drin sind. Dann geht man weiter entweder Lebendgestein oder Riffgestein. Also so künstliches, gibt ja diese Real Reef Rocks zum Beispiel, die aussehen wie, sage ich mal, Riffgestein, die sind dann künstlich eingefärbt. Was und die haben auch schon irgendwie. Also ich persönlich habe bisher immer auf Lebendgestein geschworen. Ich werde jetzt allerdings alles tatsächlich mit diesem Real Reef Rocks machen, einfach aus dem Grund, das Ganze auch ein bisschen nachhaltiger zu machen. Weil ich bin ganz ehrlich, den Meeren wird viel zu viel Schaden heutzutage zugeführt. Deswegen bin ich da nicht so ein ganz großer Fan von. Ich werde auch sehr stark darauf achten, dass die Korallen, die später einziehen werden, auch Nachzuchten sind und nicht Korallen sind, die dem Meer entnommen wurden.
Von daher bin ich ganz ehrlich einfach auch da schon mal ein bisschen aktiv den Naturschutz irgendwie ein bisschen nach vorne bringen dabei halt und nicht wirklich dann einfach alles aus dem Meer entnommen. Und das ist jetzt das, was ich machen möchte, einfach das quasi mit diesen Reef Rocks, die künstlich eingefärbt sind, weil die erstmal wirklich schön sind. Die sind einfach schön lila, das sieht einfach schon mal von vornherein richtig schick aus. Und die anzuimpfen mit Bakterienkulturen, da gibt es genug tolle Präparate auf dem Markt. Und von daher ist das jetzt erstmal der Weg, den ich gehen werde. Gut, dann stellt sich mir die Frage, wir haben das Aquarium, das Licht, vielleicht so einen eingebauten Filter in die Rückwand, wenn das sowas ist. Wenn das kein Aquarium ist mit eingebautem Filter in die Rückwand, brauchen wir einen Außenfilter, der jetzt für Wasserbewegung sorgt. Genau. Der darf auch ruhig ein bisschen üppiger dimensioniert sein von der Leistung her, weil im Meerwasser benötigen wir einfach ein kleines bisschen mehr Strömung als im Süßwasser. Also da darf die Umweltrate ruhig das Zehnfache des Aquariums sein, damit man halt wirklich genug Strömung hat. Denn ich sag mal, die Strömungspumpe für diese kleinen Aquarium gibt es nahezu nichts, weil die doch einfach dann zu stark werden für so ein Nano. Von daher einfach darauf achten, dass die Pumpe einfach von vornherein schon ein bisschen mehr Leistung hat. Und ganz wichtig ist, dass das Riff wirklich komplett umspült wird, weil es ist ganz wichtig, es darf halt kein stagnierendes Wasser irgendwo geben. Deswegen das Riff immer relativ offen gestalten, nicht einfach jetzt irgendwie so eine Wand hochstapeln an die Rückwand, weil es schön ist, um eine schöne Perspektive irgendwie zu haben, sondern darauf achten, dass das Wasser überall durchzirkulieren kann. Am besten so mittig freistehend irgendwie. Genau, das ist immer perfekt. Ja. André, lass uns doch mal dann gucken, so eine Reihenfolge für den Start, wie du dann so ein Nano-Meerwasser-Aquarium starten würdest, sprich jetzt vom erstmalig oder vom Riffaufbau bis zum erstmaligen Wasser befüllen und dann bis hin zu Einsetzen von Korallen und irgendwelchen Tieren. Okay, also als allererstes, wie gesagt, haben wir schon darüber gesprochen, Aquariumtechnik besorgen, dann besorgt man sich halt den Leitsand. Dann kann man für so ein kleines Nano schon mal vielleicht gucken, ob man irgendwo eingefahrenes Meerwasser herbekommt. Das hält sich ja an Grenzen, dass man irgendwie vielleicht jemanden im Bekanntenkreis hat, der ein großes Aquarium hat, wo man quasi das Wasser von nehmen könnte oder irgendwo im Fachgeschäft, dass man da eingefahrenes Wasser bekommt. Wenn dem nicht der Fall ist, dass man das nicht hinbekommt, stellt man sich sein Salzwasser selber her. Dazu gibt man entweder destilliertes oder Osmosewasser. Dann versetzt du das halt mit der entsprechenden Menge an Salz. Natürlich bitte richtiges Meersalz nehmen, was fürs Aquarium ist. Nicht irgendwie Salz aus dem Supermarkt da reinkippen. Das funktioniert nicht. Und dann quasi das ganze Wasser am besten 24 Stunden ja zirkulieren lassen, dass sich das Salz auch wirklich komplett auflöst. Und dann kannst du rangehen, dass du deinen Riffaufbau machst. Dann nimmst du den Leifsand, was du quasi drumherum auf den Boden streust. Dann würdest du dein Wasser reingeben, die ganze Technik anschließen und dann würdest du eigentlich das erstmal eine Weile einfallen lassen. Früher war es tatsächlich immer so, dass man Aquarien im Meerwasser oft 5, 6, 7, 8 Wochen hat einfahren lassen, bevor man die ersten Korallen eingesetzt hat. Mittlerweile sind die ganzen Bakterienkulturen, die man kaufen kann und andere verschiedene Präparate so gut, dass man tatsächlich anfängt, schon meistens nach 5, 6 Tagen die ersten Korallen einzusetzen. Ich mache das tatsächlich sogar so beim Nano. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Preisfrage. Ist natürlich auch, muss man ganz ehrlich sein. Aber ich bin meistens so, dass ich das Nano sofort quasi nach einer Woche voll besetze mit Korallen. Dass sofort alles einzieht, was ich haben möchte. Ich bin damit bisher wirklich sehr, sehr gut gefahren. Natürlich müssen die Wasserwerte im Vorfeld passen. Das ist natürlich ganz klar. Wenn die Wasserwerte nicht okay sind, auch da natürlich bitte warten, weil gerade auch Korallen halt Tiere sind. Das sind halt keine Pflanzen. Werden dessen natürlich immer darauf achten, je nachdem, was für Tiere man hat, ob man die vielleicht ein bisschen angleichen muss, dass die Wasserparameter passen. So, und dann ist einfach die ganz normale Weitpflege halt gucken, ob das vielleicht auch Tiere sind, die man eventuell ein bisschen füttern muss. Da gibt es halt auch Korallen, die man zusätzlich mit ein bisschen Staubfutter oder so Korallengranulat oder ähnliches füttert. Allerdings würde ich dem Anfänger immer versuchen, dazu zu raten, halt ganz einfache Sachen zu nehmen, die tatsächlich nicht großartig gefüttert werden müssen, die wirklich mit dem normalen Licht ohne weiteres auskommen. Und dazu gehören halt Krustenanemonen, dazu gehören Scheibenanemonen, dazu gehören ja so verschiedene kleinbleibende Weichkorallen.
Okay. André, so mal ganz kurz, muss ich einmal kurz dazwischen grätschen und zwar dich nochmal zurück an die Stelle bringen, wo es um das Befüllen vom Aquarium ging. Wir machen dann sofort weiter mit den Tieren. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Aber ich kenne das doch vom Süßwasser, vom Aquascaping her, dass ich zuerst mit meinen Steinen und Wurzeln spielen kann und dann den Sand, also den Säul mache und dann alles und dann als allerletztes irgendwie mit Wasser befülle. Kann ich das nicht im Meerwasser genauso machen oder habe ich was falsch verstanden? Nein, das kannst du selbstverständlich so auch so machen. Also vielleicht hast du das falsch verstanden. Ich habe mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Also das Wasser kommt nicht zuerst rein. Das ist bloß, wenn du frisches Meerwasser ansetzt, solltest du das zuerst machen. Also bedeutet erst quasi dir einen Bottich nehmen, da deine Menge an Wasser, die du benötigst, quasi da das Salz reinmachen und das auflösen. Und dann, bevor du das natürlich verwendest, kannst du natürlich deinen Riffaufbau erstmal machen, dann den Sand dazugeben und zum Schluss das Wasser. Also das darfst du natürlich. Ja, weil ich dachte schon gerade, ich muss dann unter Wasser escapen und das hat mir gerade gar nicht gefallen. Aber ist ja alles gut. Kann ich dann doch, kann ich doch gewohnt machen, brauche ich meine Komfortzone nicht verlassen. Wunderbar, dann haben wir das so gemacht und dann können wir wieder jetzt wieder vorspulen an die Stelle bei den Tieren. Und zwar habe ich dich unterbrochen an der Stelle, wo du warst, mit einfache Tiere, die man wahrscheinlich nicht irgendwie mega kompliziert zufüttern muss. Und zwar wäre meine Frage dann jetzt gewesen, welche Tiere und Pflanzen, wenn es Pflanzen gibt, würdest du denn für einen Anfänger wie mich dann für so ein erstes Nano-Meerwasser-Aquarium empfehlen? Ja, also du willst ja bestimmt gerne was haben, was schön bunt ist. Das ist ja das, was irgendwie ja das Reizvolle an Meerwasser ist. Nein, und da, ich möchte was Graues, was so Unscheinbares, so Unsichtbares. Nein, Quatsch, natürlich. Auch, ich will bunt. Auch, kannst du auch haben. Es darf gerne bunt sein. Ja, also da würde ich dann immer den Anfänger dazu raten, gerade im Nano-Bereich halt mit Krustenanemonen zu arbeiten. Da gibt es irrsinnig viele, wirklich sehr, sehr geile Farbvariationen von Scheibenanemonen. Genau das gleiche gibt's auch, super geile, bunte Sachen halt, die wirklich, wirklich ins Auge stechen halt. Und das Schöne daran ist, das sind alles meistens Sachen halt, die auch klein bleiben. Deswegen fürs Nano perfekt, was nicht irgendwie zu groß wird. Das Ganze kann man vielleicht mit ein paar Weichkorallen irgendwie abrunden. Da gibt es zum Beispiel ganz schöne Sachen, so wie die pumpenden Xenien. Da hat man so ein bisschen Leben drin, weil die halt wirklich ja wie so ein Fächer immer auf und zu gehen. Wie so kleine Hände, schön, die einem so winken, finde ich das immer. Ja, so genau, die immer so greifen. Ja, also das sind so die Anfängertiere, die ich empfehlen würde. Ich habe auch irgendwas von so einem Affenhaar Prireum gelesen, wie so kleines Gras. Ist das auch anfängerfreundlich oder ist es eher schwierig? Ja, diese Prireum-Geschichten, das sind dann sogenannte kleine Röhrenkorallen. Die sind auch super, super easy. Vor allen Dingen hast du da, ja, wie aus dem Süßwasser-Aquascaping, so eine Koralle, die so ein bisschen dir so einen Rasen auch imitieren kann. Und das ist auch eine ganz, ganz einfache zu pflegende Koralle, die schön grün leuchtet. Also auch wunderbar geeignet. Ja, perfekt. Dann habe ich mir schon mal was Gutes angeguckt. Auf jeden Fall. Ja. Du hast ja dann schon im Vorfeld was zur regelmäßigen Pflege gesagt, sprich, wenn ich das richtig verstanden, im wöchentlichen Rhythmus so 10-20%, am besten mit schon gutem Wasser. Genau. Bereitet wurde. Also, oder genau. Sollte also da würde ich tatsächlich empfehlen, frisches Meerwasser anzusetzen, weil wenn das Aquarium ja erstmal mit eingefahrenem Wasser und eingefahren ist, dann würde ich tatsächlich richtig frisches Meerwasser aufsetzen, weil da einfach natürlich dann auch dementsprechend mehr ja, Spurenelemente etc. drin sind, als wenn du natürlich ein eingefahrenes Wasser nimmst, was zum Teil natürlich auch schon, ja, sag mal, ein bisschen ausgezehrt ist, was die Nährstoffe angeht. Mhm. Gut, dann nimmt man wahrscheinlich Osmose oder destilliertes Wasser, setzt es quasi in so einem, ja, Container irgendwo in einem Wasserfass, keine Ahnung, tut man das eben ansetzen, bis sich aufgelöst hat alles. Und genau. Das verwendet man dann für die Wasserwechsel und dann eben kleinere. Genau, also du kannst es am besten so machen, indem du quasi den Bottich, einen Eimer oder irgendwas nimmst, dann machst du dir irgendwie eine kleine Strömungspumpe rein, machst einen Heizstab mit dazu, dass du es gleich auf 25 Grad ungefähr erwärmst, dann löst sich das Salz auch dementsprechend besser auf, lässt es ungefähr ja 24 Stunden laufen
und dann kannst du das Wasser auf jeden Fall verwenden. Und das Schöne ist, du kannst das Wasser auch ansetzen und danach, was du nicht brauchst, quasi einfach in Kanister abfüllen und das dann beim nächsten Mal verwenden. Also musst du nicht quasi das irgendwie wegkippen, weil das dann absteht oder ähnliches, sondern kannst du einfach das angesetzte Wasser stehen lassen und dann vielleicht für die nächste Woche, was zu viel ist, einfach wieder verwenden. Ja, ist es besser häufiger oder ist es einmal die Woche genau richtig? Einmal die Woche reicht vollkommen. Und wenn du mal irgendwie 2 Wochen im Urlaub bist und dann wird das halt nicht gemacht, ist das nicht so schlimm. Das Einzige, wo man drauf achten muss, weil meistens betreibt man die Meerwasseraquarien ja offen, ist irgendwie auch ein bisschen reizvoller, ein bisschen schöner halt offene Aquarien, ist es nur wichtig, dass halt verdunstetes Wasser nachgekippt wird. Und da wird kein Salzwasser nachgekippt, sondern das wird dann mit Osmose oder destilliertem Wasser nachgefüllt. Genau, ich habe schon gelernt, damit die Salzdichte gleich bleibt. Genau, denn Salz verdunstet nicht. Genau. Andri, jetzt werden wir wieder ein bisschen ketzerisch oder, ja, naja, keine Ahnung. Ich weiß, irgendwie habe ich mir das Wort, ich weiß nicht, ich wollte es mal verwendet haben. Egal, auf jeden Fall, wir haben ja anfangs gefragt, ob das Nano-Aquarium, ob man damit auch gut starten kann im Meerwasser. Und jetzt kommt wieder so eine ähnliche Frage, also eins von so Vorurteilen, und zwar Kostenvergleich so Nano-Süßwasser gegen Nano-Meerwasser. Wie sieht's da aus? Was würdest du sagen? Ja, es ist teurer. Das kann man nicht abstreiten. Es ist teurer. Es kommt einfach allein schon dadurch, dass natürlich halt die Tiere bedeutend teurer sind als eine Pflanze. Also so eine Krustenanemone, wenn man da was Schönes hat, landet man schnell mal eben für ein paar Polypen bei 50, 60 Euro. Das ist einfach so, wenn man natürlich ein bisschen was Schöneres haben möchte. Aber es gibt da auch Sachen, die halt lange nicht so teuer sind, sodass man sagt, okay, man kann sich so ein Nano-Aquarium, sage ich mal, mit einem Korallenwert von 200 bis 300 Euro schon ganz nett einrichten. Natürlich braucht man ein bisschen Geduld, weil das Ganze wächst natürlich auch dementsprechend. Ich würde das eh nicht von Anfang an total voll machen, dass jede Nische da irgendwie schon besetzt ist, weil es ist ja auch immer ganz faszinierend, ein bisschen zu gucken, wie sich das Ganze nachher entwickelt. Mhm. Adri, ich fasse das jetzt mal so zusammen. Du hast mir auf jeden Fall die Angst genommen, ja, soweit ich das sehen kann. Aquarium, Licht, nehmen wir das jetzt mal Hardscape, also dieses Korallengestein, dieses Real Reef Rocks, ist ja so künstliches Riffgestein, genau. Filter und sowas, das ist ja alles so kostentechnisch so ähnlich wie beim Süßwasser, also das ist jetzt alles nicht großartig anders. Osmosesalz brauche ich auch, setze ich jetzt mal mit dem Meerwassersalz gleich. Eine Osmoseanlage habe ich persönlich auch schon, vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, ansonsten, ja, sollte man vielleicht darüber nachdenken, beziehungsweise bei so einem kleinen Aquarium ist es auch kein Problem, sich das Wasser dann eben auch zu kaufen in den kleinen Mengen. Für so Nano funktioniert das ja noch. Genau, einfach im Baumarkt ein Kanister destilliertes Wasser holen und das reicht für so ein kleines Aquarium schon vollkommen aus. Ja, dann gucke ich natürlich bei den Tieren, dass ich, also live Wasser, live Sand von Anfang an, dann einfache Tiere, Krustenanemonen, Scheibenanemonen, vielleicht Weichkorallen, also nichts Kompliziertes. Mhm. Also alles easy halten, mich wirklich an den anfängerfreundlichen Sachen orientieren und dann ist es eigentlich kein Problem. Ja, klar, kann ich jetzt nicht sofort in den Laden losstürmen und mir alles holen. Ich sollte mir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal ein paar Sachen irgendwo anlesen. Gibt es da irgendwie weiterführende Informationen, die du empfehlen würdest? Irgendwelche Anlaufstellen, Quellen? Ja, also ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so der riesengroße Fan von Foren, weil Foren halt, da erzählt ein oft jeder was anderes. Ich würde tatsächlich empfehlen, schaut einfach mal ein bisschen um. Es gibt viele gute Anfängerbücher. Es gibt tatsächlich sogar von Dennerle ein ganz tolles Einsteiger-Meerwasserbuch, was ich mir damals, glaube ich, auch so, wo ich angefangen habe, geholt habe. Das ist jetzt einfach auch beschrieben, so sprich, dass man wirklich da auch keine Angst vor bekommt. Da sind auch die einfachen Tiere drin, gleich von vornherein, die da empfohlen werden und wo drauf eingegangen wird. Und ich würde tatsächlich euch empfehlen, nehmt euch einfach ein Buch, guckt einfach mal, was es da gibt und fangt damit an zu arbeiten und lasst euch nicht irgendwo in irgendwelchen Foren oder irgendwelchen Meerwassergruppen total verunsichern, weil das sind oft halt schon die totalen Profis. Und da habe ich mich am Anfang auch informiert und ja, da habe ich mich erst fast überhaupt nicht rangetraut, weil da eine Wissenschaft für sich draus gemacht wird und die Angst braucht man wirklich nicht zu haben. Ja. André, dann nochmal vielen Dank, dass du mir die Angst auf jeden Fall genommen hast. Ich bin jetzt total motiviert und
Jetzt fehlen mir die Worte nach den ganzen technischen Schwierigkeiten, die wir heute schon so hatten. Lieber Zuhörer, du hast jetzt vielleicht nur von ganz wenigen Schwierigkeiten mitgekriegt. Also das ist gefühlt schon so die 20. Aufnahme, die wir gerade machen. Also in der Zwischenzeit hatten wir nochmal ein paar. Also irgendwie streikt die Technik heute. Also, wie gesagt, ich habe keine Angst mehr. Ich werde mich auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich dieses Jahr noch an dieses kleine Projekt ranwagen. Ich werde es versuchen, Adri. Tut mir leid, ich habe leider deine Nummer. Ich werde dich nerven. Kein Problem. Ich werde mich an dich wenden, wenn ich Fragen habe. Ansonsten werde ich mir auch nochmal Literatur zulegen. Und lieber Zuhörer, wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie uns einfach in die Kommentare. Wir gucken rein. Vielleicht guckt der Adri rein. Wenn wir nicht weiter wissen, dann fragen wir den Adri. Und wir helfen dir weiter. Adri, nochmal vielen, vielen Dank. Magst du noch verraten, wo man mehr zu dir findet im Internet? Ja, auf jeden Fall auf Instagram ganz viel, unter Aquascape and Symphony natürlich, Facebook und auch auf YouTube jetzt seit neuestem. Das wird in Zukunft auch weiter ausgebaut und ja, dann hoffe ich ja auch bald, August, September hoffentlich, meine neue Gallery in Posthausen zu eröffnen und das wird auf jeden Fall in den ganzen Medien bekannt gegeben und natürlich wird es da auch eine schöne Eröffnungsfeier geben. Ja, wenn die Gallery aufmacht, werden wir dich auch besuchen und dann machen wir auch nochmal einen Bericht, eine Solo, ein Interview, vielleicht vor Ort. Vielleicht macht es der Tobi bei MyFishTV. Ich glaube, das würde sich da fast irgendwie sogar eher anbieten, weil das dann ja visuell wäre. Und die ganzen Links zu deinen Kanälen packen wir alles in die Episodenbeschreibung. Adri, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Viel Erfolg, viel Spaß beim Ausbau der Gallery und wir hören uns. Ich danke dir, Juris, und ich wünsche dir viel Erfolg, eventuell bei deinem ersten Nano-Meerwasser. Das war das Interview mit Adri Baumann zum Thema Nano-Meerwasser. Die Shownotes zu dieser Episode mit wirklich vielen richtig, richtig geilen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 210. Guck dir die Shownotes unbedingt an. Die Bilder sind wirklich erste Sahne. Hat dir diese Episode gefallen? Dann zeige es mit einem Daumen nach oben, schreibe einen Kommentar oder hinterlasse eine Bewertung bei iTunes. Ganz egal wie, aber zeig es uns. Und noch viel wichtiger, wenn du konstruktives Feedback hast, dann lass es uns unbedingt wissen, denn wir machen diesen Podcast für dich und werden dir für dein Feedback ewig dankbar sein. So, wie eingangs angekündigt, ist dies vorerst die letzte Episode mit mir als Podcast-Sprecher hier gewesen. In der nächsten Episode werde ich das Mikrofon an meinen offiziellen Nachfolger übergeben. Ich weiß selber aber auch noch gar nicht, wer das jetzt sein wird und ob ich ihn oder sie bereits kenne. Ich bin gespannt. Wenn du eine Idee hast, dann schreib diese in die Kommentare. Was ich aber schon weiß, ist, was ich als nächstes tun werde und wie du mit mir in Verbindung bleiben kannst. Wenn du mir schon länger folgst und mich eben schon länger kennst, dann erinnerst du dich wahrscheinlich an Lernscapen. Um dieses Projekt war es in letzter Zeit etwas ruhig geworden. Aber das soll sich in Zukunft ändern. Wenn du den Neustart nicht verpassen willst und einfach mit mir weiter in Kontakt bleiben willst, dann geh jetzt auf www.lernscapen.de und trage dich in den Newsletter ein. Du bekommst von mir als allererster Bescheid gesagt, wenn das Projekt startet. Bis dahin kannst du mir aber auch gerne auf Instagram unter juri-js folgen oder einfach meinen Namen Juris Sutjajews in die Suche eingeben. Gerne kannst du auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Einfach ebenfalls meinen Namen in die Suche eingeben. Die Links findest du aber auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Das war's von mir. Wir hören uns in der Übergabe-Episode. Bis dahin, dein Juris.